So, und jetzt sind wir auf dem Weg nach Damaskus. So. Das ist Damaskus, das große Tor. Eine eigentlich riesige Stadt, doch für so ein Computerspiel ist es eine große Stadt. Wenn man so andere Open-World-Spiele nimmt, wie zum Beispiel Skyrim, Oblivion oder so, sind das eigentlich alles ziemlich kleine Städte. Bürger retten. Ja. Man kann es ja mal probieren, ne? So, den hier retten wir. So, jetzt machen wir einen Dolchschlag. Und jetzt können wir noch mit ihm reden. Riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Wer könnte das getan Gelehrte. Haben? Gut, damit haben wir Gelehrte freigeschaltet. Wir können uns in ihn drin untertauchen. So, jetzt ich steuere jetzt gar nicht. Das läuft jetzt alles hier vollautomatisch. Und fallen jetzt, oder sollen da nicht auffallen, natürlich der einzige Bewaffnete hier zwischen. Und weil da vorne seht ihr die vier Soldaten, die da in einer Reihe stehen. Da würde ich so nicht durchkommen. Da müsste ich mich dann erstmal freikämpfen. Und mit den Gelehrten hätte ich damit kein Problem. Und wenn ich erstmal durch bin, guck mal, die machen schön Platz. Und jetzt kann ich hier so machen und rennen davon. So, ich schätze mal, wir müssen jetzt erstmal einen Aussichtspunkt finden. Da gucken wir... Oh, da ist sogar eine Flagge. Wenn wir die da schon mal sehen, nehmen wir sie doch gleich mit. So, hoch, 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 daran. Genau. Nehmen wir die gleich mit. So. Dann gucken wir mal, wo ist denn ein Aussichtspunkt? Da ist einer und da ist einer. Ich würde mal sagen, wir nehmen den. Ah, das tut weh. Ja, hat uns ein Leben abgezogen. Synchronitätsanzeige, 5 optionale Ziele. So. Nach. So. Irgendwo hier hinten beginnt das denn? Dass da der Turm ist, wo wir hoch können. Wo habe ich den denn? Da ist er doch, wir sind schon dran vorbei. So, wir können hier wirklich überall hochklettern. So, dann klettern wir da mal hoch. Und synchronisieren das erste Mal in der neuen Stadt. So. Und synchronisieren. Dann sehen wir einmal die komplette Pracht der Stadt. So. Und der Todessprung. Und wir sehen da doch schon gleich Taschenstiebstahl. Auf der anderen Seite. Ja, geh. Da kannst du nicht hoch. Na gut, denn nicht. Dann gehen wir hier hoch. So. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Okay. Taschendiebstahl. Fällt das auf, wenn ich jetzt hier runterspringe? So, dann geh. Presch los. So. Und. Ja.
Gut, Nachforschung. Brief, der aussagt, dass Tamir eine große Lieferung plant. Gut. Also haben wir schon die erste Information, die lag jetzt auf dem Weg. Eigentlich wäre ich jetzt zuerst zu unserem Assassinenbruder gegangen. Das ist hier das Assassinen-Symbol, das schwarze Symbol, wo wir genau jetzt drauf zulaufen, nach unserem Navi sozusagen, nach unserem... Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Nach unserer Ortsanzeige da. Wer ist ein Führer? Gut, will ich jetzt nicht zuhören. Da ist noch ein Aussichtspunkt, wenn wir die gleich haben. Dann können wir da doch gleich Befragung, Ziel erfassen. Genau, das könnten wir dann machen, wenn wir das synchronisiert haben. Dann wird uns das auch auf der Karte angezeigt, dass wir da so eine Befragung machen können. Das sind halt die drei Sachen, wie wir an Informationen rankommen. Das haben wir einmal in... Oh, wie heißt der Ort? Unsere Herkunft. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist jetzt gerade nicht hängen geblieben, dass ich das sofort sagen könnte. Gut. Aber... jetzt wollen wir erstmal zum Assassinen. 7 optionale Missionsziele haben wir schon erreicht. So, da bitte rüber, genau. Und dann ist das der Eingang zum Büro des Verbindungsmanns. Der Eingang zum Assassinenbüro befindet sich auf dem Dach. Altair, schön euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fangt im Zugbezirk an. Ich schlage vor, dass ihr die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Bazar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Altair. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Okay, hauen wir ab. Und finden Informationen heraus. War das jetzt gerade umsonst die eine Information, die ich herausgefunden habe? So, da hinten können wir jemanden schlagen. Ja, schlagen bin ich jetzt nicht so für. Ihr wisst ja, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Oh. Dann hören wir mal zu. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Okay. Ja, ich gehe ja schon. Entschuldigung. Ich bete hier nur. Und lauf weiter. Lass dich doch gar nicht stören. Möchtest du vielleicht in eine dunkle Gasse gehen? So mal einfach so. Ob du da so gerade Lust drauf hast? Wo wir dich ein bisschen piesacken können? Ja, nicht zu nah. Ach, das sieht mir doch schon ziemlich dunkel aus da. Natürlich noch um die Kurve gehen. Sehr gut. Oh, ein Zeuge.
Ah ja, hier möchtest du geschlagen werden. So, ich weiß jetzt einfach immer rauf. Rauf, rauf, rauf. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Gute Nacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er ihn umbringt. Ich hätte jetzt gedacht, er lässt ihn laufen. Tamir ist damit beschäftigt, die Waffenproduktion zu überwachen. Okay. Nachforschung beendet. Ihre Nachforschungen sind beendet. Kehre zum Büro zurück. Okay. Das machen wir doch dann gleich. Und ja, wir haben also jetzt 9 Attentate zu verüben. Das ist hier natürlich Nummer 1. Und reden mal mit dem Herrn. Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Ja, Feder nehmen. Lasst al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Okay. Ja, raus, bitte. Ich würde jetzt gerne rausgehen. So. Ah, gut. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis. Gut, nach unserem Pennen gehen. Nachforschung beendet. Tamir ist im Suq mit der Vorbereitung einer großen Waffenlieferung beschäftigt. Das ist der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Unser erster Attentat passiert jetzt und wir machen uns auf den Weg. Na, da hättest du ja wohl rüberspringen können. So, hier schräg rüber, darüber. Ah, hier ist noch ein Turm. Gut, den nehmen wir nochmal eben mit. Umso mehr Türme wir haben, desto besser. So, nach ganz oben. Na, jetzt. So, der Adler fliegt gleich wieder weg. So, wir haben es noch. 100 Meter. Ich weiß nicht, hier beim Markt. Das sieht mir so aus, als wenn das da bei dem Markt ist.